Herzlich willkommen, liebe Leute, zur besten Trampolinunterhaltung auf der ganzen Welt. Ja. Wir haben heute eine neue Challenge für euch. Wir flippen heute das ganze Alphabet. Wir machen heute die ABC Flip Challenge. Das ist der Max, ich bin die Marlene. Let's go! Let's go! Jetzt kommt das Intro, was der? Intro! Marlene, wie funktioniert die ABC-Challenge eigentlich? Wie geht das? Also wir machen jetzt zu jedem Buchstaben aus dem Alphabet einen Salto, der mit dem Buchstaben beginnt. Ganz easy, wir zeigen es euch. Let's go! Let's go! Woo! Pschu. Erster Buchstabe, A. Zu A haben wir Arabian, das heißt Rückwärtssalto mit halber Schraube. Nächster Buchstabe, B. Backflip. Na, Backflip ist langweilig. Backflip ist langweilig, oder was? Okay. Glühbirne. Ich mache jetzt Double Ballout zu Double Ballout. Okay, voll heftig, ja. Nächster Buchstabe, C, der C-Flip. Spaß, Leute, C steht natürlich für Cody. Nächster Buchstabe, D, D steht für alle Doubles, die uns einfallen. Let's go! Nächstes E, das E. Nächster Buchstabe F. Ja, Fliff ist doppelt vorwärts mit halber Schraube in den Airbag. G steht für Gainer. H steht natürlich für Hütchenflip. Sicher nicht. H steht für Handstandüberschlag. I steht natürlich für Inward Front Flip bei der Wall. Ganz klar. Nächster Buchstabe J. Was ist J? Der Jump Down Flip. Yes. Synchron. Synchron. Von Amazing Max und Marlene Flips. Let's go! Nächster Buchstabe K. Für Kaboom. Wow, Marlene, halt, stopp. Was denn? Du wirst erst einmal einen ganz langweiligen Kaboom an meinem Trampolin machen? Ja. Sicher nicht. Wo denn sonst? Oh, ein Wave Jump. Wave Jump. Nächster Buchstabe L für Loser. Nächster Buchstabe L für Layout. Let's go. So, nächster Buchstabe, Freunde. M. Marlene, Flipcheck. M-Flip. Leute, jetzt kommt was Blödes, okay? Bitte nicht nachmachen. Jetzt kommt für N der No-Hand Cody, okay? Oh mein Gott.
What? Nächster Buchstabe. O steht für One Leg Backflip. Let's go. Yo. What? Nice. Woo. Nächster Buchstabe. P für Purzelbaum. Oh mein Gott. Heftigster Trick, den ich je gesehen habe. Nächster Buchstabe R. Und R steht für Rudy und Randy. Also Vorwärtshaltung mit 1,5 Schrauben und 2,5 Schrauben am großen Tramp. Woo. Nice. It's... Yes. Wow, sauber. Check. Woo. Nächster Buchstabe S. Oh yes. Für Sideflip. Yes, double side. Nice. Nächster Buchstabe. T. Für Zuckerhaare. Wow. Woo. So, Max, jetzt wird's Zeit. Jetzt wird's richtig spannend. Jetzt wird's Zeit für den ultra heftigen Trick. Wow. Oh, boah, ich bin gespannt, was das wird. Leute, wer weiß, wie man den Trick überhaupt nennt? Der war ultra heftig. Ultra heftig. Schreibt es in die Kommentare. So, nach dem krassen Trick kommt mal wieder ein bisschen was Chilligeres. Buchstabe V. Machen wir jetzt einen Word Twist. Also Schraube ohne Salto. Einfach nur gerade. Nice. Wie viele Drehungen waren das? Schreibt es in die Kommentare. Ja. W nice. Steht für Webster. Nächster Buchstabe, X. Oh, das war ein schönes X. Hey, du bist dran. Kannst du einen Flip mit Y machen? Why? Ah, das ist ein Joke. Wir sind beim letzten Buchstaben angekommen. Es ist das Z. Und was machen wir beim Z? Einen Sack. Also einen Vorwärtshalter vom Bauch weg. Nice. So Leute, das war's mit unserem ABC Flip Challenge Video. Es war sehr kreativ, aber ich hoffe, euch hat's gefallen. Also wir haben Spaß gehabt. Wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr kennt es beim nächsten Mal, wenn ihr da seid, im Jump Dome Linz, ein paar von den Tricks vielleicht sogar umsetzen. Wäre richtig cool. Dienstag und Donnerstag sind wir immer auf TikTok, machen wir unseren Livestream um 20 Uhr. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube natürlich. Unbedingt abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn es uns ein Like da lassen wird und was kommentiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.